Das Topspiel im Amateurfußball wird präsentiert vom Autohaus Gebrüder Schwarte. Mobilität neu erleben. Topspiel in der Oberliga. Die BSV Kickers aus Emden sind am Sonntagnachmittag bei Blau-Weiß Lohne zu Gast. Lohne belegt vor dem 8. Spieltag den 2. Platz, direkt dahinter die Kickers auf Rang 3. Auf dem Papier also ein Aufeinandertreffen zweier Hochkaräter in der Oberliga. Wir starten die Partie. Lohne in Blau von rechts nach links, Weg zu Beginn nicht wach. Die Emder dafür umso mehr. Tido Steffens fängt die Kugel ab, macht sich auf den Weg Richtung Tor, findet Adeni ran, der aus spitzem Winkel. Erste Bewährungsprobe für Lohne Schlussmann. Zu Beginn sind es nur die Gelben, die hier Gefahr ausstrahlen. Jetzt mal eine Ecke, der Kopfball über das Tor. So langsam kommen aber auch die Blau-Weißen in diese Partie und machen durchaus auf sich aufmerksam. Goldmann mit dem Pass in die Schnittstelle. André Homer hat die Kugel fest im Visier und rennt um sein Leben. Er lässt den Verteidiger aussteigen und fällt. Elfmeter, klare Sache. Niemand beschwert sich. Lohne hat nun die Chance, in Führung zu gehen. Und das, obwohl die Kickers doch besser in dieses Spiel gestartet sind. Nesiri tritt vom Punkt an und trifft. 1:0 für die Heimmannschaft. Der Strafstoß richtig stark geschossen. Emdens Keeper ahnt die Ecke, kommt aber einfach nicht ans Leder. Lohne zeigt sich jetzt beflügelt durch diesen Führungstreffer und spielt mit richtig Dampf nach vorne. Großmann kann Övermann nur mit einem Foul stoppen. Der Unparteiische zückt die gelbe Karte. Ganz abgemeldet haben sich die Gäste aber noch nicht, denn die sind auch noch da. Und zwar in Person von Tido Steffens. Mit etwas Glück rollt dieser Schuss ins Tor. Deutlich engagierter vor dem Pausenpfiff, aber ganz klar, die Blau-Weißen kommen immer wieder vor den gegnerischen Kasten und belohnen sich. Nein, abseits. Vielleicht klappt es jetzt mit der Belohnung, die letzte Aktion der ersten Hälfte und wieder ein perfekter Pass in die Schnittstelle. Lennart Prüne ist der Abnehmer, hat das Tor fest im Blick und verwandelt 2:0, das mit dem Pausenpfiff. Da gibt es auf jeden Fall leichtere Positionen, um den Ball im Tor unterzubringen. Prüne ist das egal. Der Ball zwar mit etwas Glück abgefälscht, aber er senkt sich ins Tor. Mit diesem 2:0 geht es in die Kabine. Bitter für die Kickers, nach anfänglicher Drangphase müssen sie zwei Rückschläge hinnehmen. Und es geht im zweiten Durchgang nicht viel besser weiter für die Ostfriesen. André Homer lauert alleine vor dem Tor und das Aluminium zittert. Da hätte Torwart Nils Ludwig nichts mehr machen können. Weiterhin läuft es beim Traditionsclub nicht. Großmann bekommt das Leder an die Hand. Da war ja was, der hatte schon gelb und das weiß er auch. Dieses Spiel ist für ihn in der 56. Minute beendet. Die Vorzeichen für die Emder werden immer schlechter. Mit nunmehr nur noch 10 Mann auf dem Platz sind die Lohner weiter die bessere Mannschaft und drücken auf die Entscheidung. Gibt es diese per Elfmeter? Jedem hier ist klar, dass es dafür einen Strafstoß geben muss. Doch der Schiedsrichter pfeift nicht. Deutlicher geht es fast gar nicht mehr. Klare Fehlentscheidung. Dieses Geschenk des Unparteiischen nehmen die Gäste aber erstmal nicht an, denn am Drücker ist weiter nur Lohne. Nichtsdestotrotz, wenn jetzt gleich doch noch der Anschlusstreffer fällt, dann haben wir eine ganz andere Partie. Dann ist hier wieder alles offen. Gelingt es den Kickers? Lohne Schlussmann hat den Ball. Emden schafft es nicht mehr, hier nochmal ranzukommen. Und den Blau-Weißen gelingt es nicht, auf 3:0 zu erhöhen. Die Partie endet mit einem 2:0 für Lohne. Die können dank dieser 3 Punkte den 2. Tabellenplatz hinter dem SC Spelle Fanhaus weiter festigen. Wir sind hungrig auf weitere Siege. Wir spielen unbeschwert auf. Wir haben nichts zu verlieren. Und wir haben aber auch das Potenzial. Wir sind eine richtig gute Fußballmannschaft, die es auch erstmal zu schlagen gilt. Aber wir, sage ich auch den Jungs, wir gucken weniger auf die Tabelle. Wir wollen einfach von Spiel zu Spiel unsere Dinger gewinnen. Das Potenzial haben wir dafür. Und wir brauchen auch, um Spiele zu gewinnen, jede Woche auch einen richtig guten Tag. Das ist Fakt. Diesen richtig guten Tag hatten die Kickers aus Emden bei ihrem Gastspiel in Lohne heute nicht. Dann musst du auswärts so eine Chance dann mal auch nutzen, beziehungsweise dann das bisschen geduldiger von hinten heraus aufbauen und besser in die Räume reinspielen, also klein-klein spielen, um und dann die Bälle zu leicht nicht verlieren. Aber alles in allem muss man sagen, dass wir auch in Unterzahl noch einen Fight abgeliefert haben und Lohne nichts geschenkt haben.
Trotz dieser Niederlage rutscht Emden nur einen Platz nach hinten und ist jetzt Vierter.